Hey YouTube, Tazot Commander hier mit meinem lange angekündigten Video zum neuen Battlefield 1 DLC In the Name of the Tsar. Dieses ist ja nun schon seit einer Woche draußen, für Premium-Spieler sogar schon seit 3 Wochen, aber leider habe ich jetzt erst die Zeit gefunden, ein Video dazu zu machen. Dafür bin ich schon dazu gekommen, das DLC recht ausgiebig zu testen, sodass es jetzt nicht nur ein kurzes Erste-Eindrücke-Video gibt, sondern eine ausführlichere Auseinandersetzung damit. Es ist ja auch das umfangreichste Battlefield-DLC bisher, zumindest was die Anzahl der auf einen Schlag veröffentlichten Maps betrifft, was ja dann 5 sind, wenn man bedenkt, dass Lupko Pass schon 3 Wochen vor dem Erscheinen des restlichen DLCs veröffentlicht wurde. Im Endeffekt ist ja auch They Shall Not Pass auf 6 Maps gekommen, wenn man die beiden nachträglich erschienenen Nachtmaps mitrechnet. An neuen Spielmodi bringt das DLC lediglich den neuen Versorgungsabwurfmodus mit, dem ich jetzt mal eine geringere Bedeutung beimesse, als das beim Frontlinienmodus von They Shall Not Pass der Fall war. Dazu werde ich aber auch gleich noch ein paar Sätze sagen. Was, denke ich, eine deutlich größere Rolle spielen wird, sind die immerhin 11 neuen Waffen. Das ist quasi doppelt so viel, wie es They Shall Not Pass mitgebracht hat, wenn nicht gar mehr. Diese werden das Spiel durchaus ziemlich bereichern, da denke ich besonders an Beispiele wie die Fedorov Avtomat für den Sanitäter, die ihm wirklich eine schnellfeuernde vollautomatische Waffe zur Verfügung stellt, oder das Parabellum MG1417 für die Versorgerklasse, das für ein MG eben verdammt schnell schießt und damit durchaus auch anderes Gameplay ermöglicht, als das mit den bisher im Spiel befindlichen Waffen der Fall ist. Auch die Modell 1900 Schrotflinte mit ihrer brutalen Feuerkraft, wenn man beide Läufe auf einmal abfeuert, verspricht ziemlich interessant zu werden. Ich will in jedem Fall alle neuen Waffen freischalten, aber bis jetzt kann ich euch noch kein Gameplay mit diesen anbieten, denn das ist teils ziemlich zeitaufwendig und bis jetzt habe ich lediglich das Parabellum MG1417 leicht und das Perino Modell 1908 leicht freigeschaltet. Die Aufträge, um die Waffen freizuschalten, sind nicht die einzigen, die mit dem DLC gekommen sind, denn ohne jetzt unbedingt einen direkten Bezug zu diesem DLC zu haben, hat DICE zeitgleich die neuen Service Assignments veröffentlicht, mit denen ihr Spezialisierungen freischalten könnt. Spezialisierungen gab es ja auch schon in Battlefield 3 und 4 in unterschiedlicher Ausführung und auch für Battlefield 1 hat DICE das System nochmal überarbeitet. Ich finde es aber auf jeden Fall super, dass es jetzt wieder welche gibt, denn das war immer eine interessante Art, seinen Soldaten noch ein bisschen zu modifizieren und an den eigenen Spielstil anzupassen. Wie sich das gehört, bringt In the Name of the Tsar auch neue Fahrzeuge, und zwar 2 Stück, nämlich einmal den gigantischen Ilya Muromets Bomber und dann noch das Putilov Garfort Panzerfahrzeug. Dieses macht definitiv einen ziemlich interessanten Eindruck, ich bin bis jetzt aber leider noch nicht dazu gekommen, es zu benutzen. Was den Bomber betrifft, bin ich mir nicht so sicher, ob er so eine große Bereicherung ist. Er ist zwar riesig und hält eine Menge aus, aber dafür auch extrem langsam und damit ein wichtiges Ziel. Da ich selber nicht fliege, kann ich nicht einschätzen, was man wirklich damit anfangen kann. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so überzeugt von. Zusätzlich gibt es dann exklusiv auf der Map Albion noch ein kleines Landungsboot, das bei dem deutschen Transportschiff spawnt, von dem aus man im Eroberungsmodus angreift, und auch auf dieser Map ein riesiges Küstenverteidigungsgeschütz, das man bemannen kann, beziehungsweise um genau zu sein sogar 2 davon, bei den Punkten D und E. Die 11 vorhin genannten Waffen waren übrigens nur die Primär- und Sekundärwaffen. Daneben habe ich noch ein paar unterschlagen, nämlich 3 neue Nahkampfwaffen, darunter die Kavallerielanze und die russische Standardgranate, die aber, denke ich mal, vom Schadensmodell her mit den bisher verfügbaren Standardgranaten im Spiel identisch sein dürfte. Beim Setting hat DICE es dann aber ja nochmal geschafft, uns ganz gut zu überraschen. Es war klar, dass es an die Ostfront gehen würde und dass die Russen als neue Armee hinzukommen würden. Und auch, dass es sich ziemlich winterlich abspielen würde, war schon bei den ersten Vorstellungen von Konzepten der Maps ziemlich eindeutig. Allerdings wurden da ja zunächst 2 der 9 Maps zurückgehalten und diese boten dann die entsprechende Überraschung. Das sind die Maps Zaritsyn und Wolga,
Und bei diesen ja, handelt es sich eigentlich nicht mehr um den Ersten Weltkrieg als Setting und auch nicht um das, was an der Ostfront im eigentlichen Sinn los war, sondern mehr um die Geschehnisse, die sich nach dem Krieg in Russland abgespielt haben, nämlich die Russische Revolution. Und auf diesen Maps spielen dementsprechend auch alle Spieler Russen und man kämpft eben mit der altgedienten Weißen Armee, die auch den Modellen entspricht, die auf den anderen Maps in diesem DLC für die Russen stehen, gegen die Rote Armee der Bolschewiken. Diese hat dann, damit man sie auch auseinanderhalten kann, nochmal komplett eigene Modelle, also das heißt keinen weiblichen Scharfschützen. Eine weitere Besonderheit, die diese beiden Maps bieten, ist die Tatsache, dass man zwar Panzer auswählen kann, aber eben dabei auf den britischen Mark V beschränkt ist. Die anderen normalerweise in Battlefield 1 verfügbaren Panzer kann man nicht auswählen. Das gilt im Prinzip aber sogar für das ganze DLC. Auf den meisten Maps gibt es noch nicht mal Mark V Panzer, sondern, was irgendwo auch realistisch für die Ostfront ist, wo, glaube ich, nicht wirklich Panzer eingesetzt wurden, man kann in der Regel nur zwischen dem Artillery Truck und dem gepanzerten Putilov-Garford-Fahrzeug auswählen. Diese Dinge verleihen dem DLC schon eine interessante Dynamik. Ich konnte schon alle 6 Maps in verschiedenen Spielmodi testen und finde sie insgesamt ziemlich gut, wobei ich bis jetzt noch nicht so wirklich Ausreißer nach oben und unten gefunden habe. Also ich finde keine der Maps wirklich schlecht, aber irgendwie ist auch kein so richtiges Highlight dabei. Gleich werde ich nochmal auf alle Maps einzeln eingehen, aber davor möchte ich noch ein paar Worte zu dem neuen Versorgungsabwurfmodus loswerden. Wie vorhin schon gesagt, denke ich, er wird nicht so eine große Popularität erreichen, wie das bei Frontlinien aus dem They Shall Not Pass DLC der Fall war, der ja dann sogar auf die normalen Battlefield 1 Maps teilweise übertragen wurde. Aber es ist schon ein ganz spaßiger Spielmodus und für so einen kleinen Modus ziemlich gelungen. Ich denke, er steht am ehesten in Konkurrenz mit dem Kriegstauben-Modus und es ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, mir macht Versorgungsabwurf eher mehr Spaß als dieser. Kurz und knapp gesagt ist das ein 12 gegen 12 Modus, bei dem immer wieder Versorgungskisten abgeworfen werden. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es nur relativ wenige Plätze gibt, an denen diese tatsächlich landen können, also das ist kein kompletter Zufall. Und dann kämpfen eben beide Teams darum. Was die Sache ganz interessant gestaltet, ist, dass auch mehrere Versorgungskisten gleichzeitig auf der Map sein können. Was, ja, wie gesagt, die Sache etwas interessanter gestalten kann, weil man eben nicht nur ein Ziel hat, auf das alle blind zurennen, sondern die Möglichkeit hat, seinen Fokus zu verschieben, wenn man nicht erfolgreich ist an der ersten Kiste. Dann läuft es eben so ab, dass man sehr, sehr nah an der Kiste sein muss, um eben die Versorgungspunkte zu kriegen. Und wer als erstes bei 500 Punkten ist, hat gewonnen. Die Tatsache, dass die Kisten an unterschiedlichen Punkten der Map landen können und dass man dann eben mitten drauf stehen muss, um diese Punkte abzusahnen, sorgt dafür, dass es etwas chaotisch ist, aber wie gesagt, ich hatte schon durchaus Spaß mit diesem Spielmodus. Trotzdem habe ich ein wenig meine Zweifel, ob er dauerhaft populär sein wird. Mehr will ich dazu aber gar nicht sagen, ich habe da demnächst auch nochmal eine Gameplay-Runde für euch. Genau wie auch das They Shall Not Pass DLC hat In the Name of the Tsar auch 2 Operationen mitgebracht. Das bedeutet aber auch, dass genau wie die beiden für They Shall Not Pass nachgelieferten Maps, Nivelle Nächte und Priester Tahür, 2 der neuen Maps nicht in einer Operation vorkommen. Namentlich sind das Albion und Lupko Pass. Außerdem haben sie ein ähnliches Problem, wie das auch bei den They Shall Not Pass Operationen der Fall war, nämlich, dass sie nicht sehr gut ausbalanciert sind. Es ist für die Angreifer am Anfang viel zu schwierig und damit haben sie insgesamt nur eine Gewinnchance, wenn das Angreiferteam wirklich extrem viel stärker ist als das Verteidigerteam. Wenn die Teams halbwegs ausgeglichen sind, geht es nicht besonders weit. Bei der Brusilov-Offensive-Operation habe ich tatsächlich überhaupt noch nie die zweite Map gesehen. Ich hoffe wirklich, dass das noch gepatcht wird. Aber kommen wir damit nun langsam zu den neuen Maps. Wie eben schon angesprochen, fällt es mir ziemlich schwer, diese in ein wirklich festes Ranking zu pressen, wie ich das bei anderen DLCs gemacht habe. Denn es gibt viele, die ich ähnlich gern mag und auch wo ich jetzt eigentlich alle Maps schon mehrfach in verschiedenen Spielmodi gespielt habe, bin ich mir bei vielen noch nicht so endgültig sicher, was ich von ihnen halte. Deswegen präsentiere ich sie jetzt einfach in chronologischer Reihenfolge.
Es beginnt mit der Map, die auch schon vor allen anderen erschienen ist, nämlich Lupko Pass. Zu dieser Map hatte ich ja schon ein Video gemacht und einiges über sie erklärt. Und ehrlich gesagt habe ich sie seit dem eigentlichen Erscheinen des DLCs kaum gespielt, weil sie auch kaum gelaufen ist, weil die Leute verständlicherweise die wirklich neuen Maps dann probieren wollten. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass dies eine ziemlich gelungene Map ist. Etwas chaotisch zuweilen, aber es macht schon ziemlich viel Spaß. Sie spielt im Januar 1915 und stellt eine Schlacht zwischen Russen und Österreich-Ungarn dar. Die Map ist ja sehr bergig und es gibt auf ihr keinerlei Bodenfahrzeuge, dafür eine Menge Kavallerie und zwei Flugzeuge für jede Seite. Als Behemoth gibt es den Panzerzug, der aber nur nah an die Punkte E und F ran kann und den ich bis jetzt nicht als wahnsinnig nützlich empfunden habe, weil er auf deutlich erhöhten Schienen fährt und dadurch ständig in der Situation ist, dass er nicht weit genug nach unten zielen kann, um die Gegner am Punkt, den er einnehmen will, zu treffen. Das Terrain hat zwar auch viele offene Bereiche, aber durch die bergige Landschaft und die vielen Bäume gibt es schon ausreichend Deckung, dass sich bei der Infanterie auch Klassen mit kürzerer Reichweite, vor allem Sturmsoldaten, ganz gut schlagen können. Aber auch für Scharfschützen gibt es genügend Bereiche, wo sie ein ordentliches Sichtfeld haben. Ich würde sagen, auf dieser Map kann man wirklich mit jeder Klasse ziemlich viel Spaß haben. Gehen wir damit weiter zur nächsten und nun wirklich ganz neuen Map, und das ist Galizien. Diese Map spielt im Jahr 1916, ebenfalls Russen gegen Österreicher, und sie ist im Operationenmodus die erste Map der Brusilov-Offensive Operation. Über die Optik dieser Map habe ich auf YouTube schon den einen oder anderen negativen Kommentar gehört, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Klar ist es irgendwie ein bisschen eine triste Sache, aber ich finde, DICE hat es hier mal wieder so gut hingekriegt, eine Stimmung einzufangen. Und diese Tauwetteroptik finde ich einfach wirklich gelungen. Außerdem hebt sie sich damit ganz gut von allen anderen Maps des DLCs ab, denn die sind ja eigentlich wirklich alle mit einer dichten Schneedecke versehen und nur durch unterschiedliche Tageszeiten, also etwas unterschiedliche Lichtstimmungen, kommt eben eine unterschiedliche Stimmung auf. Vom Gameplay her ist die Map sicherlich nicht ganz optimal, ich habe mittlerweile eine Menge Spaß auf ihr gehabt, aber sie ist schon sehr offen. Es gibt zwar tatsächlich eigentlich praktisch zwischen allen Punkten Deckung in Form von Kratern oder einzelnen Schützengräben, aber da das meistens nur sehr wenig ist, gibt es kaum Pfade für Kurzstreckenkämpfer wie zum Beispiel Sturmsoldaten, um nah genug an den Feind ranzukommen. Und häufig beißt man sich dann eben in so einem einzelnen Graben fest. Insgesamt heißt das, dass es tendenziell sehr einfach ist, die Punkte zu verteidigen, weil gut verschanzte Verteidiger eben die Angreifer mühelos niedermähen können, wenn diese sich irgendwo festgefahren haben. Das führt im Operationenmodus eben auch dazu, dass die Angreifer eigentlich praktisch keine Chance haben, wenn sie eben da über ziemlich offenes Feld vorrücken müssen und dabei von 20 Snipern beschossen werden. Das kann eben nicht gut gehen und wie gesagt, bei dieser Operation habe ich überhaupt noch nie die nächste Map gesehen. Galizien ist eine ziemlich ausgedehnte Map und im Eroberungsmodus kriegt ihr dementsprechend eine Menge Fahrzeuge, um in die Schlacht zu gelangen. Das sind pro Seite 3 Pferde, 2 Autos und ein gepanzertes Fahrzeug. Dann als Panzer nur die Auswahlmöglichkeiten, entweder den Artillery Truck zu nehmen oder den Putilov-Garford-Panzerwagen. Und davon hat jede Seite aber gleich 3 Stück. Zusätzlich gibt es noch 2 Flugzeuge pro Seite. Die Tatsache, dass es auf dieser ziemlich großen Map nur 5 Flaggen gibt, bedeutet auch, dass man immer ziemlich lange Wege zwischen den einzelnen Punkten hat. Als Behemoth gibt es auch auf dieser Map den Panzerzug. Hier kann er zwar nur an einen einzigen Punkt ran, nämlich C, ich finde ihn insgesamt aber trotzdem etwas nützlicher als auf Lupko Pass, weil er eben auf dieser ausgedehnten Map nicht so massiv unter Feuer gerät und gleichzeitig dadurch, dass die Map so offen ist, mit all seinen Waffen ganz gut austeilen kann, wobei es auf größere Entfernungen natürlich für die vordere Kanone und die merkwürdige Kanone hinten dran und das MG natürlich schwieriger wird. Was die Infanterieklassen betrifft, ist auf Galizien garantiert der Speer die, mit der man am leichtesten Erfolg haben kann. Auch wenn es wie gesagt schon genug Deckung gibt, dass die anderen Klassen einigermaßen zu Rande kommen können, trifft man doch verdammt viele Leute im offenen Feld als Speer unter Umständen im wahrsten Sinne des Wortes und kann damit eben gut absahen.
Die einzigen anderen Klassen, die noch einigermaßen mithalten können, sind Sanitäter, die gute Selbstladegewehre für große Entfernungen dabei haben und Versorger, die ihr Zweibein aufbauen. Alles in allem betrachte ich auch Galizien als ganz gute Map. Kommen wir damit also zur zweiten Map der Brusilov-Offensive, nämlich Brusilovs Festung. Diese Map spielt um ein verschneites Dorf herum und auch hier finde ich die Stimmung wieder ziemlich gelungen, vor allem da das Dorf einige Neuerungen bietet in Form der Gebäude, also es sind nicht die typischen Häuser, die man von den meisten der anderen Maps kennt, sondern was ganz Neues mit einem sehr eigenen Stil, was echt ganz cool ist. Außerdem ist auch die Umgebung um die Map herum wirklich gelungen. Das Dorf liegt am Fuße eines riesigen Berghangs und auf der anderen Seite geht's dann noch weiter runter in ein ausgedehntes Tal, das im Schatten liegt und eben von der Sonne, die dahinter liegt, überstrahlt wird. Sieht wirklich eindrucksvoll aus. Wie die Map im Operationenmodus aussieht, habe ich, wie gesagt, leider noch gar nicht gesehen, aber im Eroberungsmodus ist sie relativ klein. Sie bietet nur 4 Flaggenpunkte und jede Seite startet mit 2 Pferden und einem Artillery Truck bzw. Putilov Garford Panzerfahrzeug. Im Dorf und auch einen Großteil der Wege zwischen A und B bzw. zwischen B und D geht es ziemlich eng zu und Nahkampfklassen spielen sich am besten, aber gerade im Bereich des Flusses und bei C ist es so, dass man auch als Sanitäter ganz gute Kampfentfernungen auffindet. Die beidseits neben C gelegenen Berghänge sind dann das Areal der Sniper. Also auch hier eine Map, auf der man eigentlich mit jeder Klasse wirklich was anfangen kann. Als Behemoth gibt's auf Brusilovs Festung wie auch auf den beiden vorgenannten Maps den Pantherzug. Hier finde ich ihn aber insgesamt am nützlichsten, denn er kann alle Punkte wirklich beeinflussen. Ich war selber leider noch nicht drin und weiß jetzt nicht genau, wo er in welchen Radius kann. Bei B müsste er ziemlich sicher in den Flaggenradius können. Bei A und D kommt er auf jeden Fall auch ziemlich nah dran. Ich weiß nicht, ob er selber einnehmen kann, aber auf jeden Fall kann er die Punkte effektiv unter Beschuss nehmen. Und wenn er im Bereich von B ist, kann er auch C ganz gut treffen. Also hier ist er ein wirklich mächtiges Werkzeug, aber auch ein entsprechend beliebtes Ziel. Insgesamt hat mich Brusilovs Festung noch nicht so endgültig überzeugt. Ich hatte schon ein paar ganz coole Runden, also das Gameplay ist eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie fehlt so ein bisschen der rechte Reiz. Machen wir weiter mit der chronologisch nächsten Map und das ist Albion. Das Unternehmen Albion war eine deutsche Operation im Oktober 1917, jährt sich also etwa übernächste Woche zum 100. Mal. Nicht wie ich in meinem Video zu dieser Map vor einigen Wochen gesagt habe, dass es da das 100. Mal gewesen wäre. Ich habe das tatsächlich nochmal nachgeschlagen, hatte es einfach falsch in Erinnerung. Zum Unternehmen Albion will ich auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video machen. Jetzt kommen wir zunächst mal zur Map in Battlefield 1. In dem eben angesprochenen Video hatte ich ja gesagt, dass ich mir noch nicht so wirklich sicher bin, wie gut ich die Map finde. Aber mittlerweile würde ich sagen, sie ist für mich auf jeden Fall mit die beste in diesem DLC. Und sie bietet einige wirklich interessante Features, angefangen mit der Tatsache, dass die Deutschen von See aus angreifen. Man spawnt bei einem Transportschiff in entweder kleinen Torpedobooten oder speziellen kleinen Transportbooten, die es nur auf dieser Map gibt, wie vorhin erwähnt. Und auf der russischen Seite ist es eben so, dass man an Land spawnt und von da aus die drei Inseln, um die es geht, angreift. Diese Inseln sind zwei große und eine kleine und auf der ersten großen Insel, wo die Deutschen zuerst anlanden bzw. die zumindest am nächsten zu ihrem Schiff ist, finden sich die Flaggenpunkte A und B. Punkt C ist dann auf der sehr kleinen mittleren Insel und die übrigen Punkte sind fast alle auf der größten dritten Insel, nämlich D, E und F. Wobei D und E sehr hoch auf dem Berg sind und da sind, wie vorhin schon angesprochen, auch diese beiden großen Anti-Schiffsgeschütze platziert. Punkt G befindet sich dann kurz vor der russischen Basis auf dem Festland. Es gibt für jede Seite zwei Flugzeuge und die schon angesprochenen Boote, aber keinerlei Landfahrzeuge. Und bei der Infanterie ist es schon so, dass die Fernkampfklassen etwas im Vorteil sind, weil man eben extrem lange Sichtlinien zwischen den einzelnen Inseln hat, vor allem von der großen Insel bei D und E herunter auf die benachbarten Inseln bzw. auch auf das Festland und von G herüber auf diese Insel, was auch immer eine sehr große Rolle spielt. Bewegungen zwischen den Inseln sind damit für Sturmsoldaten und Versorger ziemlich gefährlich,
Aber wenn sie es schaffen, rüberzukommen, dann können sie sich im Gefecht durchaus bewähren. Gerade zwischen D und E entbrennen immer wieder harte Gefechte auf relativ kurze Entfernungen. Und beim Einnehmen von diesen Punkten kann es auch wirklich vorteilhaft sein, eine Waffe mit hoher Feuerrate zur Verfügung zu haben. Darüber hinaus bietet Albion noch eine Besonderheit, die ich auch in meinem Video zu der Map schon erwähnt hatte, nämlich die Tatsache, dass auf dieser Map als bis dato einziger in Battlefield zwei verschiedene Behemoths spawnen, je nachdem welche Seite am Verlieren ist. Wenn die Russen am Verlieren sind, bekommen sie ein Luftschiff, sind die Deutschen am Verlieren, bekommen sie einen Dreadnought. Mittlerweile hatte ich auf Albion wirklich eine Menge spaßige Runden und wie eben gesagt, würde ich sie definitiv zu den besten Maps bei diesem DLC zählen. Als nächstes hätten wir Wolga und das ist die erste der beiden Maps, die eigentlich quasi nach dem Ersten Weltkrieg spielen, während der Russischen Revolution, also Rote Armee gegen Weiße Garde, und sie spielt nördlich von Zaritsyn, dem heutigen Wolgograd. Im Hintergrund kann man auf dieser Map übrigens schon die Kathedrale, um die dann in Zaritsyn gekämpft wird, sehen. Die Rote Armee greift im Operationenmodus auch in diese Richtung an. Dabei ist zu erwähnen, dass Wolga die erste Map der Operation Rote Flut ist, Zaritsyn dann logischerweise die zweite. Eine Besonderheit bei dieser Operation, wie auch im Eroberungsmodus auf beiden dieser Maps, ist, dass es keine Behemoths gibt, sondern, so wie das auch schon auf den französischen Maps, also Verdun Höhen und Fourvaux der Fall war, nur Elite-Klassen spawnen. Und wie auf allen Maps in diesem DLC ist auch auf Wolga die Auswahl an Fahrzeugen eingeschränkt, dahingehend, dass man bei den drei Panzern, die jede Seite auf dieser Map erhält, nur den britischen Mark V auswählen kann. Zusätzlich erhält jede Seite zwei Pferde. Die Map benutzt ein 7-Flaggen-Loadout, wobei A und B in der Nähe des Spawns der Roten Armee sind und G und F nahe des Spawns der Weißen Armee und dazwischen mehr oder weniger in einer Linie C, D und E liegen. D ist eine Kirchenruine allein in der Mitte auf einem sehr hohen Hügel und da spielt sich die meiste Action ab, also bei diesem Punkt ist immer was los. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das Gameplay auf dieser Map nicht so gut ist. Also die konnte mich wirklich nicht überzeugen. Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht, aber sie kann halt insgesamt nicht wirklich ein Zeichen setzen. Auch von der Optik bin ich nicht so begeistert. Auch hier hat DICE dafür gesorgt, dass mithilfe von vielen Schützengräben Soldaten mit Waffen für kürzere Entfernungen auch eine Gelegenheit haben, nah genug an den Gegner heranzukommen. Aber irgendwie rettet es die Map für mich dann doch nicht. Kommen wir damit nun zur letzten Map. Das ist Zaritsyn und da geht es eben um die Eroberung der Stadt durch die Rote Armee während der Russischen Revolution. Wie vorhin schon angesprochen, ist der heutige Name der Stadt Wolgograd, aber viele dürften sie auch noch unter dem Namen Stalingrad kennen, den sie ab 1925 trug. Die Map ist relativ klein und dicht gepackt und bietet im Eroberungsmodus lediglich drei Flaggenpunkte, aber ich finde, sie spielt sich deutlich besser als beispielsweise Suez und tatsächlich würde ich auch diese Map ziemlich an die Spitze meines Rankings für die neuen DLC-Maps setzen, denn auf ihr habe ich wirklich schon eine Menge Spaß gehabt. Die A- und C-Flaggenpunkte sind mehr so Stadtmap-typisch, jeder in der Nähe vom Spawn von einem der Teams. Und ja, bietet eben Gebäude, wie man sie aus Battlefield 1 schon zur Genüge kennt, von anderen Stadtmaps wie zum Beispiel Amiens. In der Mitte wird es dann aber interessant, denn da steht eine riesige Kathedrale, die den Flaggenpunkt B beherbergt und strategisch auf dieser Map wirklich extrem wichtig ist. Außenrum ist es dann auch nicht so wirklich städtisch, denn die Kathedrale liegt auf einem Hügel, es sind keine Häuser unmittelbar daneben und außenrum ziehen sich wieder ein paar Schützengräben und einiges an Stacheldraht. Am Anfang erhält jede Seite zwei Pferde und einen Panzer, wobei ihr hier, genau wie auf Wolga, nur den britischen Mark V auswählen könnt. Auf dieser Map sind wirklich auch wieder alle Klassen zu gebrauchen und ich würde kaum irgendwelchen Vorteile einräumen, denn sogar als Späher kann man ziemlich erfolgreich sein durch die relativ langen Sichtlinien, die zwischen der Kathedrale und den äußeren Punkten bestehen. Gerade zuletzt hatte ich eine wirklich gute Runde mit der Infanterievariante der SMLI. In der Kathedrale ist dann auch genug Platz, dass man zum Beispiel auch als Sanitäter
nicht ganz vorne an der Tür stehen muss und permanent von irgendwelchen Sturmsoldaten überrannt wird, sondern sich ein bisschen im Hintergrund halten kann und mit seinem Selbstladegewehr sehr effektiv Leute abfangen kann, die reingestürmt kommen. Also, ich finde auch, dies ist eine sehr gute Map. Und das war jetzt, sagen wir, ein Teil des wesentlichen Inhalts dieses unheimlich umfangreichen DLCs in kompakten 25 Minuten. Mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht mehr sagen, außer vielleicht noch, dass ich es wirklich sehr gelungen finde und schon eine Menge Spaß damit hatte. Denn ich hoffe ja, dass ich euch zeitnah noch einige Gameplay-Videos davon bringen können werde. Damit soll es das für dieses Video dann gewesen sein. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch wirklich was gelernt habt. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt-mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bin so da komplett. Sehr gut. Nice. Ja. 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 Frick. Wurde schon wieder gesniped.